Das ist jetzt die Mission hier. Claws. Konzernspionage, Diebstahl wertvollen Konzerneigentums. Das sind leider so Verbrechen, wo ich mir denke, so, na mein Gott, okay, keine Ahnung, mach halt. Aber ich glaube, ich muss die jetzt einfach trotzdem umbringen. Ich wollte die Granate eigentlich dann nach hinten ins Eck werfen und habe sie ihm voll raufgeworfen. Wir wären beinahe beide explodiert. Das war leicht. Ah ja, guck, jetzt sind unsere Gewehrskills gestiegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig genau, was das eigentlich macht, aber... Und ich würde gern dieses Pferdespiel hier spielen. Ich weiß nicht, warum man das nicht spielen kann. Ah, das sieht genial aus. Na schön, das hätten wir. Ein bisschen Geld, ein bisschen Erfahrungspunkte. Warum nicht? Machen wir weiter, oder? Das Geschenk. T-Bug ist bestimmt die Moment. Ach so, genau, stimmt. Wir sind ja hier nur zufällig vorbeigekommen und haben deswegen zufällig die Aufgabe bekommen. Ich erinnere mich. Schauen wir uns mal die neuen Items an, die wir bekommen haben. Normalerweise müsste das angezeigt werden, wenn wir neue Items irgendwo haben. Ich glaube, hier stimmt irgendwas leider nicht. Vielleicht ein Bug. Oder ich habe gerade wirklich keine neue Kleidung bekommen. Das kann durchaus sein. Gut, aber neue Waffen vielleicht. Dass wir immer noch keine Nahkampfwaffe haben, wundert mich. Aber auch so von den Gewehren her haben wir anscheinend nichts Gutes. Na gut. Besser als meine Flinte wäre hier einiges, aber das sind halt... Ich habe halt schon ein Sturmgewehr. Ich weiß nicht, ob ich da noch mehr brauche. Ist auch die Frage, welche Munition die benutzen. Ich glaube, das Spiel ist da relativ großzügig und sagt, hier Sturmgewehr, benutzt Sturmgewehrmunition und fertig. Und keine, was weiß ich was, wie genau unterschiedlichen Munitionstypen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Naja, unser Hauptgewehr ist gut. Das behalten wir. Sicher ist sicher, Gangs in Night City. Hallo, hier ist dein Hundefreund aus der Nachbarschaft, Sergeant Dobbs. Dieser nützliche kleine Leitfaden beinhaltet unverzichtbare Informationen über die größten Gangs in Night City. Darin erfährst du Folgendes, welche Bezirke du vermeiden solltest, wie man Gangmitglieder erkennt, wie man gefährliche Situationen meidet. Die Animals. Die Animals sind keine Tiere, sondern bizarre Freaks. Sie sind bis oben hin mit Hormonen und Antibiotika vollgepumpt, sodass sie eher wie riesige Fleischklumpen, Anabolika, nicht Antibiotika, sodass sie eher wie riesige Fleischklumpen als wie Menschen aussehen. Sie vermeiden Cyberware, abgesehen von kosmetischen Modifikationen, durch die sie animalischer aussehen wollen. Sie sind extrem aggressiv und brauchen gar keinen guten Grund, um da eine Schlägerei anzufangen. Aber trotz ihrem Namen sind die Animals nicht an ein Territorium gebunden. Hä? Man findet diese wilden, feindseligen Rudel in der ganzen Stadt. Die Sixth Street.
Aus der Ferne könnte man sie leicht für beurlaubte Soldaten halten. Militäruniform, Kampfstiefel, abrasierte Haare, schreien bei jeder Gelegenheit, Jura! Aber der Schein trügt. Das sind gefährliche, gewalttätige Schläger, die dir ohne zu zögern die Kehle aufschlitzen würden. Vor allem in Vista del Rey muss man sich vor ihnen in Acht nehmen. Die Mox. Gut aussehende Mädchen, wunderschöne Männer. Aber pass auf, das ist bloß die Fassade. Sie locken dich mit ihrem Charme an. Und wenn du es am wenigsten erwartest, BAM! Schon sind deine Eddies weg. Oder Schlimmeres. Die sind Eddies. Ist Eddie kurz für Euro-Dollar? Ich habe mir das schon oft gedacht, aber ich verstehe die Abkürzung nicht. Naja. Die Absteige, die ihnen als Hauptquartier dient, nennt sich Lizzie's Bar. Die sieht man am besten nur aus der Ferne und geht niemals rein. Die Malströms, von denen haben wir schon gehört. Mit denen ist der Deal geplatzt quasi, der Waffen, der Roboter. Kaufdeal von unserer Hauptmission gerade. Falls du dich jemals in das Industriegebiet von Watson verirrst, und es wäre besser, wenn du das nicht tust, dann achte auf bedrohlich aussehende Gesichtsplatten, das Erkennungsmerkmal der Malströms. Um der Gang beizutreten, muss man sich die Augen ausstechen und die Nase abschneiden und beides durch dämonische rote Optik ersetzen. Aua! Wenn die sich selbst schon sowas antun, wer weiß, was sie mit Fremden anstellen. Auf diese Frage muss man nicht wirklich eine Antwort bekommen. Hallo, Berserker, wie geht's? Ich bin selber noch nicht so weit. Ich habe privat schon ein Savegame angefangen, aber habe kaum weitergespielt, als wir jetzt hier sind. Und bis jetzt macht's schon einen guten Eindruck, aber ich glaube, ich muss erst noch ein bisschen mehr reinkommen und ein bisschen das Spiel noch erkunden, um eine wirkliche Meinung mir zu machen. Aber der Stil, die Stimmung und so weiter und auch die Dialoge, die Cutscenes, die Vertonung, das ist alles wieder sehr gut, wie man das aus Witcher 3 kennt. Aber ob da wirklich so das... Ich warte noch drauf, dass mich das Spiel so richtig hookt. Das ist noch nicht passiert. Da müssen wir mal schauen. Ich hoffe, das kommt noch. Aber auf jeden Fall macht es wirklich keinen schlechten Eindruck. Ja, genau, das ist der Chair Squid hinter mir. Der Land Squid Chair Rider. die Tiger Claws, von denen haben wir auch schon gehört. Ah, gegen die haben wir gerade eben gekämpft. Leuchtende Neon-Tattoos mit asiatischen Motiven, Katanas und Shuriken, Rennmotorräder, was? Das sind ein paar typische Markenzeichen der Tiger Claws. Einer Gang, die man vor allem in Chapentown findet. Wenn du sie ignorierst, lassen sie dich meistens in Ruhe. Aber wenn du sie provozierst, sayonara, Baby. Gibt ziemlich viele Gangs anscheinend. Hast du auch so viele kleine Bugs? Ach, hi, Sido, dich habe ich ganz übersehen. Oder Zido. Ich hatte ein paar kleinere Bugs, aber das waren meistens nur, dass Items nicht richtig in den Händen der NPCs waren oder Figuren plötzlich aufploppen. Nichts Schlimmes. Aber das Spiel ist mir gestern beim Antesten zweimal auch abgeschmiert. Innerhalb von 4-5 Stunden oder sowas. Also komplett abgestürzt. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ansonsten nichts Schlimmes eigentlich. Und ich muss aber auch sagen, dass ich es auf der PS5 spiele, wodurch es viel besser läuft, auf jeden Fall anscheinend, als auf den alten Konsolen, was ich so gesehen und gehört habe. Genau. Jo, mach das, Berserker. So, die Valentinos. Goldene Zähne, goldene Implantate, goldene Kreuze und goldene Macheten. Goldene Kreuze, gehört da der Pfarrer aus dem Fernsehen vielleicht auch dazu? Sag i holla zu den Valentinos. Trotz ihres Hang zum katholischen Symbolen haben sie es nicht wirklich mit Nächstenliebe. Wer ihnen in die Quere kommt, wird in Stücke gehackt und in die Del Coronado Bay geworfen. Na dann.
Bei mir auch nicht schlimm, aber ständig verschwinden kurz NPCs. Ja, ja, genau, sowas passiert hier auch. Also gerade die Passanten, die Gegner und die wichtigen NPCs zum Glück nicht, aber Passanten verschwinden ständig oder die Gesichter werden nicht schnell genug geladen und dann sehen die total weird aus und sowas. Das passiert schon öfter. Die Voodoo Boys, diese Vornehmlichkeit, die haitianischen Gangster sind in Pacifica zu Hause. Aber sie jagen ihre Opfer woanders, im Net. Die Voodoo Boys sind die besten Netrunner der Unterwelt von Night City. Aber aufgepasst, das heißt nicht, dass sie nicht auch in der richtigen Welt gefährlich sind. Am besten macht man einen großen Bogen um sie, sonst ergeht es einem bloß wie einem ihrer schwarzen Hähne. Man bekommt den Kopf abgehackt. Aber wie man die erkennt und so weiter, hat er bei denen jetzt nicht beschrieben. Das ist, na gut. Wo haben wir jetzt unser Auto geparkt? Das finden wir nie wieder. Dann holen wir einfach unser echtes Auto. Für was haben wir denn eine automatische Lieferfunktion eingebaut? Zodala. Ach, für 300 Meter. Naja, warum nicht? Oh, ich habe mich verfahren. Moment mal, was? Wie muss ich hier fahren? Ich check das nicht. Ich glaube, ich muss hier zu Fuß weiter, oder? Parken wir hier mal. Genau, ich muss hier irgendwo... Hä? Hör mal, wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde, verstehst du? Okay, ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Auftragskiller, Ziel Anna Hamill. Zwingen, ihre polizeiliche Untersuchung aufzugeben. Hey, ich mach da irgendwie Nebenmissionen, die mir so gar nicht gefallen, irgendwie. Muss das sein? Anna Hamill ist ein Cop durch und durch. Absolutes Vorzeigemodell, das man eigentlich nur in irgendwelchen Werbefilmchen sieht. Hübsch, klug und gründlich. Und grundehrlich. Mit anderen Worten, nichts für Night City. Ihre NCPD-Kollegen sind da ganz anders drauf. Sie leiden alle an Rückenproblemen, weil sie so schwer an ihren fetten, ergaunerten Geldbörsen zu tragen haben. Hamels aktueller Fall hat die werten Herren vom NCPD aufgescheucht. Sie schnüffelt auf dem Markt in Kabuki herum, was ihren schmuggelnden Polizeikollegen gar nicht gefällt. Sie braucht jemanden von außen der Bullerei. Sie brauchen jemanden von außerhalb der Bullerei, der sich um die Sache kümmert. Normalerweise ist das die Stelle, an der ich dir die Sache überlasse. Aber ich will noch etwas hinzufügen. Die Kleine tut mir leid. Wenn du es vermeiden kannst, bring sie nicht um, okay? Überzeug sie irgendwie davon, die Stadt zu verlassen oder wenigstens aufzuhören, herumzuschnüffeln. Na gut. Ich verfolge die Mission mal. Ich hoffe, ich kann irgendwie mit dir reden und coole Dialogoptionen führen. Und ich glaube, ihr steht, glaube ich, auch auf meiner To-Do-Liste. Finde Anna Hamill. Frag auf dem Markt nach Anna Hamill. Jetzt mach keinen Stress. Nimm einfach eine Antigeruchstablette gegen den Gestank. Gib mir 15% Rabatt, sonst kaufe ich nicht. Und Nomaden sind angeblich die. Na gut, von mir aus. Diese Frau schon mal gesehen? Ich verkaufe Essen, sonst nichts. Ich will keinen Ärger. Mehr sage ich nicht.
Was, die ist auch nicht echt. Weiß nicht, mit wem ich hier reden kann und mit wem nicht. Oh, ich glaube, jetzt passiert's. Absturz. Der dritte Absturz in Pi mal Daumen 10 Stunden. Das ist nicht tragisch, aber auch nicht schön. Naja, hoffen wir, es hat gespeichert vor kurzem. Fehler im Spiel oder App? Ja, das melden wir mal. Vielleicht hilft's denen, das Spiel schneller zu reparieren. Cyberpunk. Oh, warte mal. Download hinzugefügt. Wenn der jetzt schnell ein Update macht, dann starte ich das Spiel jetzt nicht. Wartet mal kurz. Weil dann soll der das bitte updaten. Das ist eine gute Idee. Schließe ich nochmal schnell. Auf Updates überprüfen. Gehe zu Downloads. Ohne Titel. Was? Das ist unheimlich. Bitte? 19 Gigabyte? 44 Minuten? Das machen wir, glaube ich, nicht jetzt. What? Nee, ich befürchte, da müssen wir doch mal heute. Machen wir den Stream noch ohne Aktualisierung fertig. Aber wahrscheinlich eine gute Idee, das abzudaten. Jetzt muss ich mal gucken, aber den Day-One-Patch habe ich schon installiert, oder? Wäre komisch, dass die PlayStation jetzt auf einmal mit dem Day-One-Patch daherkommt. Aber haben die nach dem Day-One-Patch jetzt gleich nochmal einen Patch nachgereicht, oder wie? Das ist ja, das geht schnell. PC-Patch 1.04 ist da. Ah, hier, wirklich. Für PS4 und Xbox One und Co. bringt diverse Bugfixes. Na, die sind flott, wenn es um das geht. Ich befürchte fast, der Crunch ist noch nicht vorbei. Aber das hat Jason Schreier eh schon gesagt, dass der Release vom Spiel eigentlich relativ unerheblich ist, weil nur wenn ein Spiel draußen ist, heißt das nicht, dass die Entwickler fertig sind. Heutzutage. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichen... Na. Naja, schauen wir mal, wo es aufgehört hat. Zumindest hört man im Ladebildschirm so eine Nachrichtensendung. Finde ich nett. Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Oh Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Wie dem auch sei. Meine Güte, hat das noch nicht weit geladen. Das ist aber auch komisch. Ich habe das Gefühl, das ist auch noch patchwürdig, weil die Ladezeiten sind teilweise extrem lang und manchmal sehr schnell. Und da ich auf der PS5 spiele, sollten die Ladezeiten eigentlich deutlich kürzer sein als auf der PS4. Und... das ist komisch. Manchmal hängt er auch so komisch wie jetzt gerade, lettern aber doch wieder weiter. Ich glaube, da ist noch ein bisschen der Wurm drin. Ah, ich kann schon fortfahren drücken. Okay. Ah, na schau. Ich verkaufe Essen. Sonst nichts. Ich will keinen Ärger. Guck. Mehr sage ich nicht. So was passiert manchmal. Das Gesicht. Jetzt hat es nachgeladen. Aber sowas sehe ich öfter. Und das ist echt creepy. Okay. Waren durch ganz Night City zu transportieren, muss gefährlich sein. Kriegst du manchmal Ärger? Wenn du Schutzgeld erpressen willst, verpiss dich. Der Bazar gehört Takeshi. Den bezahle ich. Nicht dich. War doch nur eine Frage. Sicher. Der Bazaar ist quasi Takeshis Castle im Grunde.
Kennst du diese Frau? Mitte 30 oder so. Bisschen kleiner als du. Ist wohl oft hier in der Ecke. Das hier ist Kabuki. Hier gibt's viele Leute. Ist das so? Auch viele Klugscheißer? So einige. Auch Klugscheißer, die ein Bullengesicht erkennen? Komm schon. Kennst du sie oder nicht? Vielleicht. Kommt darauf an, wie viel du heute für deine Einkäufe ausgibst. Das ist echt interessant, weil mit meinem privaten Charakter war ich ein Nomad, genau wie er, so ein Nomade. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, ja, wir so unter Nomaden sind voll die Buddies, oder? Und dann war das ein total freundlicher und netter Dialog, wir haben ein bisschen gequatscht. Er hat mir gesagt, ah ja, klar kenne ich die, die wohnt da und da. Und, ne, ganz anders, finde ich schon nett. Ups. Von mir kriegst du keine Eddies. Okay, dann nicht. Mal schauen, ob wir noch woanders Informationen herkriegen können. Es ist halt echt schwer zu sagen, welche von diesen NPCs echte NPCs sind und welche nicht. Also, Dialog-NPCs. Schön, dass ich hier trotzdem überall einfach Sachen klauen kann und niemanden interessiert. Ja, ich befürchte, es gibt irgendwie keine anderen NPCs, denen ich das Bild zeigen kann. Ich glaube, die beiden sind schon die zentralen Personen hier, ne? Das ist so creepy, wenn das passiert. Ah, jetzt ist sie geladen. Puh. Hallo. Auch nicht. Ah, doch. Ah, ja. Ihm kann ich das Bild auch zeigen. Du bist halb Mensch, halb Megablock. Ripper haben selten organische Körper. Vor allem nicht solche. Die meisten verstehen nicht, dass das Hirn besser mit echter statt synthetischer Muskulatur funktioniert. Selbst wenn du nur eine Hand ersetzt, büßt du schon Konzentration und Wohlsein ein. Cyberware macht mehr Ärger, als dass sie hilft. Kein gutes Marketing für einen Ripper, Doc. Stimmt, aber Chroma wie dich hält das nicht auf. Kennst du die? Nein. Hast nicht mal hingeguckt. Bin mir sicher. Kenn sie nicht. Kennst du die? Nein. Hast nicht mal hingeguckt. Bin mir sicher. Suche nach neuem Chrom. Na dann, da bist du hier richtig. Ah, hier könnten wir uns auch upgraden. Der hat neue, andere Betriebssysteme. Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht ganz, was die machen. Wahrscheinlich andere Slots und andere... Ja, ja, genau. Naja, okay. Ich glaube, wir können uns gar nichts leisten, oder? Wahrscheinlich nicht, aber der hat jetzt echt andere Upgrades wie der erste, bei dem wir waren. Da muss man echt, wenn man mal ein bisschen Kohle hat, die verschiedenen Ripper-Docks durchgehen. Damit man auch mal so coole Augen kriegt wie die. Oder ist es eine Brille? Man weiß es nicht. Wer weiß. Na gut, dann geben wir dem Kerl die $600 für die Information. Was soll's. Ich glaube, auf dem Markt ist zu viel los. Da kommt das Spiel einfach nicht hinterher, oder die Konsole. Guckt euch das an. Jetzt wird er endlich geladen, aber ich kann immer noch nicht mit ihm reden. Kann ich jetzt nicht mehr mit ihm reden? Oder wie? Was ich gerade sagen wollte. Ah, doch. Hier. Also? Sie hat sich ein Zimmer in dem Motel genommen. In dem da drüben. Remote Deaktivierung.
die Videospieltechnologie im Jahr 2077. Cool. Ich glaube, ich nehme mal ein Stimpack. Was soll das denn? Weiß nicht, ich klau dir deinen Euro-Dollar, wenn du nichts dagegen hast. Wo muss ich denn hin? Noch höher. Ach so, okay. Im Endeffekt kann man so sehen, dass ich der Polizistin, wenn ich sie davon überzeugen kann, jetzt irgendwie die Stadt zu verlassen oder so, das Leben rette. Weil wie die andere schon sagt, die Polizisten selbst sind hinter ihr her. Wenn ich es nicht machen würde, würde es ein anderer machen. Der wäre vielleicht nicht so nett. Ne? So kann man sich alles schönreden. Gibt es hier keine Türklingel, dass ich einfach klingeln kann? Muss ich jetzt hier einbrechen bei ihr? Es geht irgendwie auch gar nicht, dass ich hier einbreche bei ihr so einfach. Ich muss wohl einen anderen Weg in ihr Apartment finden. Auch verschlossen. Feuerlöscher. Tür. Da bräuchte ich technische Fähigkeit 6, dass ich da reinkomme. Klopfen geht nicht. Na gut. Komme ich in die Nachbarwohnung? Nee, die gibt's quasi nicht. Okay, dann schaue ich mir das Gebäude mal von außen an, ob wir irgendwo hochklettern können oder so. Ah! Ich kann den Stockwerk unter ihr. Wow! Das ist Kunst. Nein! Ich will nur das Geld. So. Wer wohnt denn hier eigentlich? Kann ich hier einfach... Ich meine... Wer weiß? Zugangspunkt. Intelligenz 4 habe ich nicht. Bin ziemlich doof. Was ist das? Eine Filterkaffeemaschine. Die sieht aber komisch aus. Ich klaue hier einfach irgendeinem armen Menschen, der vergessen hat, die Tür zuzusperren, das ganze Zeug. Hm. Nett ist das nicht. Aber ich schätze, so ist das in Night City. Ah, das sieht doch irgendwie vielversprechend aus, oder? Ah, oder auch nicht. Ah, doch. So, jetzt bin ich... Ich speichere mal nochmal. Ich will die echt nicht umbringen. Das fände ich jetzt echt nicht schön. Ich hoffe, dass ich einfach mit der reden kann, ganz chillig. Ich komme in Frieden. Halt! Keinen Scheißschritt näher! Okay. Er steckt hinter dem Job. Ich brauche einen Namen. Ich kann dir sagen, wer den Job durchführt. Versuch's ruhig. Nein! Nein! Was passiert? Irgendwas Komisches. Guck, ich bin auf deiner Seite. Die hat schon wieder vergessen. Ja. Das ist ein komischer Bug irgendwie. Die hat vergessen, dass ich existiere und zieht jetzt mit gezogener Waffe aus dem Fenster. Und guckt blöd. Okay, ich lade nochmal neu. Ich dachte nämlich, ehrlich gesagt, die Antwortoption, ich kann dir sagen, wer für den Job verantwortlich ist, ist eher ein und nicht ein, ne? Tja, so kann man sich täuschen.
Ich dachte, dass ich ihr vielleicht wirklich helfen könnte, dass ich ihr sage, ja, hier, guck, deine Kollegen stecken da dahinter und so weiter, weil du das und das und so weiter. Und vielleicht könnte ich sogar ihr dabei helfen, in der Stadt aufzuräumen, wie Batman und Gordon. Aber nee, anscheinend war das eine Drohung. Das habe ich aber gar nicht so interpretiert, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte da dahinter in Klammern stehen, angreifen in Zukunft. Tja. Auf den Raumstationen. Meint ihr, man kommt mal noch in eine Raumstation? Wahrscheinlich nicht. Das würde mich schon interessieren. Zoe Bopong. Nächstes Jahr kommt ja erst das große Upgrade quasi für die neue Konsolengeneration. Da bin ich schon gespannt, ob das Spiel dann deutlich besser aussieht. Sollte es. Hoffentlich. Aber jetzt müssen sie es erstmal reparieren. Mal schauen, ob Cyberpunk noch im Grunde wie Witcher damals. Witcher 3 wurde ja stundenlang, ja monatelang mit kostenlosen Updates versorgt und so weiter. Bin gespannt, ob das hier auch noch so kommt. Halt! Keinen Scheißschritt näher! Okay. Wer steckt hinter dem Job? Ich kann es dir leider nicht sagen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, der eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig, ruhig. Ich will dir helfen. Helfen? Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen. Wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein. Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldner. Ja? Was passiert? Okay, das haben wir geschafft. Dann klaue ich ihr nur noch schnell ihre Sachen, die da unter dem Waschbecken liegen. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Ja, das Essen von gestern brauchst du auch nicht mehr, oder? Okay, tschö. War schön mit dir gesprochen zu haben. Ich hätte gehofft, ich werde jetzt Batman und du wirst Commissioner Gordon. Aber gut. Ich habe ja immerhin quasi das Leben gerettet. Ich habe Namen von zwei korrupten Cops. Soll ich die jetzt suchen und umbringen? Einfach so, zum Spaß? Machen wir doch. Und... das Spiel. Dieser Markt hier ist, glaube ich, einfach zu viel. Das packt das Spiel momentan nicht in seinem aktuellen Zustand. Und? Oh, hat sich nochmal gefangen. Nix wie weg hier. Nix wie weg hier, Mensch. Mein Gott. Aber ich befürchte, ich muss die Leute hier umbringen. Die sind irgendeine Mission. Aber mal einen Kurzschluss bei dem. Geht gerade irgendwie nicht. Warum eigentlich nicht? Nicht genügend Speicherpunkte. Blockiert. Aha. Warum wird es mir da nicht rot angezeigt? Telefon. Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. Oh, das hat mal Credits gebracht. Nicht schlecht. Unsere Street-Cred ist auch aufgestiegen. Ja, dann kümmern wir uns noch um die hier. Hallo. Die haben leider sehr viele Freunde und ich muss wirklich aufpassen, dass wir keine Zivilisten verletzen. Schon allein, weil das die Polizei nicht gut findet. Aber ich auch nicht. Insofern...
Jetzt habe ich wenigstens ein Zielvisier. Ja, es ist schon noch ein bisschen verbuggt hier, das Ganze. Jetzt kommt auch die Musik. Ich war das nicht. Der hat da irgendwie eine Granate vor sich auf den Boden geworfen. Uiuiuiui, jetzt aber schnell in Deckung und heilen. Wie lange streame ich heute? Bis 1 geht's heute. Der zweite Special Stream im Monat. Ist immer ein bisschen länger. Weise einer Granate. Kriege ich jetzt das Granatentutorial? Wir haben schon ein paar Granaten geworfen, aber danke. Schon langsam nervt das wirklich ein bisschen hier, oder? Verbrechensmeldung? Was habe ich denn gemacht? Habe ich jemanden Unschuldigen angeschossen anscheinend? Shit, wir werden von der Polizei gesucht. Wir sollten uns echt jetzt verstecken. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert, dass ich hier hochlaufe. Aber ich würde mich echt gern vor der Polizei verstecken. Ich glaube, die Polizei ist schon da und die suchen nach mir. Dammit. Das ist nicht gut. Ich brauche deine Hilfe. Die korrupten Polizisten sind hier, um uns zu holen. Okay, unter allen, warte mal, Netrunner-Gruppen der Gegenwart. Unter allen nennenswerten Netrunner-Gruppen, auch Zellen der Neuzeit, hat Found in Translation sich zweifellos als die berüchtigste hervorgetan. Die vier Mitglieder der Gruppe, lediglich unter ihrem Decknamen JD, APSK und BPM bekannt, zielen es in erster Linie auf große Braindance-Studios und Produktionen ab. Die ersten von Found in Translation, kurz FIT, begangenen Cyberangriffe, die bekannt wurden, waren Einbrüche in Studiodatenfestungen, in denen Aufnahmematerial für bevorstehende Veröffentlichungen gespeichert waren. Die Gruppe nahm geringfügige Veränderungen im Material vor. Sie setzten so positive Emotionen für Konzerne durch furiosen Hass und löschten... Warte mal, sie ersetzten so positive Emotionen für Konzerne durch furiosen Hass und löschten für Werbezwecke integrierte Konzernlogos. Im Juli 2076 zogen viele Verbraucher nach der Veröffentlichung einer von FIT modifizierten Version des Braindance Badland Raid auf die Straße von Seattle und formten gewaltige Krawalle
die sich gegen die Konzerne richteten. Nach diesem Vorfall verschärften Studios die Sicherheitsmaßnahmen und die Strafverfolgungsbehörden erklärten Fit offiziell zu einer terroristischen Zelle, die ein signifikantes Risiko für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Fit reagierte mit einer Anpassung ihrer Taktik. Anstatt lediglich Braindance-Produktionen anzugreifen, begann sie damit, Braindance-Geräte für die privaten und kommerziellen Einsatz zu infiltrieren, um Daten zu korruptieren oder zu verändern. Mit ihren jüngsten Datenmanipulationen der Braindance Westland Fury und Knechte des Aufsichtsrats haben sie sich endgültig den Ruf als hochtalentierte Netrunner-Zelle gesichert, die sich weigert, dem Druck von außen nachzugeben. Gute Nacht, Desert Railgun. Mach's gut. Ich bin da echt gespannt, ob das Spiel das gut hinkriegt, weil was ja bei so Cyberpunk-Spielen und Filmen immer ein gutes Thema ist, sind so Sachen wie freier Wille und so weiter. Und hier gäbe es sehr viel Potenzial, dass man das Thema echt gut aufarbeitet. Hier wird's ja schon ein bisschen angedeutet, ne? Die modifizieren so einen direkt ins Hirn einspeis Emotionsfilm mit negativen Emotionen und dann gibt's Massenproteste und sowas, weil halt, ne, von außen Emotionen in den Menschen direkt eingeschleust werden, was ihn zum Handeln bringt. Und das könnte man jetzt natürlich als Metapher für unsere echte Welt und unsere echte Zeit verstehen, wo vielleicht nicht mit direkten technischen Möglichkeiten, aber im Grunde irgendwie genauso effizient Emotionen und Ideen in unsere Köpfe gepflanzt werden. Welche Gedanken gehören überhaupt wirklich uns und welche kommen nicht von außen? Und treffen wir wirklich Entscheidungen oder ist alles nur irgendwie von außen gelenkt? Das sind die Fragen, die so Cyberpunk-Szenarien immer sehr gut eigentlich in einem auslösen können und bearbeiten können. Und ja, bin ich gespannt, ob da noch mehr und tiefgehender kommt. Ich würde auf jeden Fall CD Red Project zutrauen, dass sie da tiefer eintauchen in das Ganze. Aber wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie vor der Polizei fliehen. Sonst haben wir wirklich keinen freien Willen mehr, weil wir dann ziemlich tot sind. Hier, guck mal, das war ich nicht da unten. Das war eine Granate von den anderen. Ich bin unschuldig. Ich werde hier zu Unrecht von der Polizei verfolgt. Jetzt gleich werde ich zu Recht von der Polizei gefolgt, weil ich hier gleich das Auto klaue, das echt noch nicht geladen ist. Oh Gott. Oh Gott. Nix wie weg hier. Also hier stimmt noch gar nichts. Der Sound ist nicht geladen. Ich kann die Kameraperspektive nicht wechseln. Um Himmels Willen. Manchmal ist das Spiel schon noch ein bisschen kaputt. Ah, wir werden nicht mehr von der Polizei gesucht. Immerhin. Sehr gut. Tja. Aber guckt euch das an. Ich glaube, ich sitze in einer anderen Person drin, die quasi noch nicht geladen war. Und deswegen habe ich die nicht rausgezogen beim Autoklauen. oh Gott, Spiel. Das ist schon ein bisschen viel hier gerade. Das lief lange jetzt ziemlich problemlos, ne? Aber jetzt dreht es ein bisschen durch. Jetzt habe ich versucht, auf die Karte zu gucken, weil ich sehen wollte, wo ich bin. Aber mir wird auch keine Karte und auch kein Menü mehr angezeigt hier. Ich habe nur schwebende Augäpfel und Brillen. Okay, danke fürs Autoleihen. Nix für ungut. Lustiger NPC. Der ist jetzt echt, der oder die ist echt verwirrt jetzt, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. oh Gott. So. Kehren wir zurück an den Ort des Verbrechens, wie sich das gehört für uns. Für Verbrecher. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe. Wahrscheinlich habe ich wirklich versehentlich irgendjemand erschossen. An Zivilisten. Aber das war keine Absicht. Ich wollte das nicht. Schön ist, dass auch wie in Witcher 3 die Leichen, die man noch looten kann, auf dem Radar angezeigt werden. Das ist immer schön. Wunderbar.
sowie auch Verkaufsautomaten. Hey, ich habe ein Messer gefunden. Unsere erste Nahkampfwaffe, glaube ich. So, schauen wir mal schnell in unser Menü, ob es das schon wieder gibt. Okay. Irgendwie ist unsere Schrotflinte auch noch verschwunden. Okay. Mein Gott, Spiel, was ist denn jetzt gerade mit dir los? Irgendwas ist nicht gut. Gute Nacht. Irgendwie geht's dem Spiel gerade nicht so gut, habe ich das Gefühl. Mensch. Aber wir haben ein bisschen ein besseres Sturmgewehr als das, das wir bis jetzt hatten. Und ein echter Cowboy-Hut. Aber leider ist der nicht so gut wie der andere Hut. Ja, ich meine, mit der Maske zusammen sieht das schon irgendwie fast wieder cool aus, ne? Cyber-Cowboy. Aber leider ist der halt wirklich deutlich schlechter als der Hut. Außerdem haben wir, glaube ich, nee, haben wir nicht. Nee, die sind alle schlechter. Schade. Ein Levelaufstieg. Ach so, aber nur hier. Für... jetzt habe ich mich verdrückt. Damit können wir unsere Gewehre noch ein bisschen upgraden. Machen wir einfach noch mehr Schaden mit Gewehren. Finde ich immer gut. Naja, ich glaube, der Patch, der da gerade nicht geladen wird von mir, der ist schon dringend notwendig anscheinend. Ich hoffe, der hilft. Weil das ist gerade ein bisschen schlimm, was hier passiert, finde ich. Schauen wir mal die nächste Mission, die wir machen könnten. Das Geschenk haben wir jetzt immer noch nicht gemacht, Mensch. Genau, deswegen bin ich ursprünglich dahin gegangen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Ah. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paroline. Sollte reichen. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Ich habe einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Was ist los? Bitte, was ist los? Ah, ich kann hier neue Fähigkeiten quasi fürs Hacken und so kaufen im Grunde. Seltene Quick-Hack-Komponente. Komponente, die von Data Mining Demon im Breach-Protokoll gesammelt und für die Herstellung von Quick-Hacks benutzt wird. Und ich glaube, das ist der, den ich jetzt hier kaufen soll. Ping Quick Hack. Zeigt Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Mhm. Kriege ich kostenlos. Nehmen wir mal. Was gäbe es denn hier noch so? Macht das Ziel taub und verringert damit dessen Fähigkeiten, Geräusche wahrzunehmen? Deaktiviert die Fähigkeiten des Ziels, sich vom Fleck zu bewegen. Deaktiviert die Cyberware-Fähigkeiten des Ziels... Ja, aber wie gesagt, ich bin mit den Hacks ehrlich gesagt nicht glücklich. Das Hacken ist, finde ich, ein bisschen langweilig. Ich meine, außer, ich weiß ja nicht, vielleicht starte optische des Gegners neu. Das Ziel bewegt sich auf die aktuelle Position zu. Zeige
Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Das haben wir gerade gekauft. Nicht tödlich. Löst beim Ziel Brennen aus und verursacht tonanteiligen Schaden. Weniger Effekt. Ah, das finde ich schon besser. Okay. Brennen, nicht tödliches Brennen oder Vergiftung finde ich schon irgendwie interessanter. Ruf ein feindliches Teammitglied herbei. Ein feindliches? Verstärkung rufen? Ruf ein feindliches. Hä? Was? Eine Version dieses Programms führt zu einer politischen Krise im Nahen Osten, als es auf eine Arasaka-Panzerkompanie angewendet wurde, die daraufhin ein Gebäude umzingelte, in dem gerade entscheidende Friedensverhandlungen stattfanden. Ruf ein feindliches Teammitglied herbei. Warum ist das S in Klammern? In keinem Szenario müsste da Feindliche stehen. Ach so, doch, bei Plural schon, natürlich. Verstehe ich nicht. Klingt interessant. Blockierte Waffe des Ziels. Soll ich das mal kaufen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich das überhaupt benutzen kann. Vier Speicherkosten. Ich kaufe das jetzt mal. Und dann weiß ich es jetzt auch nicht, aber gut. Und jetzt können wir die ausrüsten oder was genau, wie funktioniert das jetzt hier? Cyberdeck. Aha. Geh mal weg, Tutorial-Text bitte. Ich kann hier sonst nichts machen. Um deine Quick-Hacks auf dein Cyberdeck zu installieren, musst du ihn zuerst aus der Liste auswählen. Wähle den Ping-Hack. Sudala. Ach so, aber dafür können wir jetzt nicht mehr kurz schließen. Ich würde lieber den optischen Neustart rausschmeißen und dafür Verstärkung rufen einbauen. Oh, ich brauche aber dringend ein besseres Cyberware-Deck hier. Zwei so kleine Mods einbauen parallel. Finde ich ein bisschen langweilig. Aber gut, ich bin ja auch kein Hack-Charakter. Hä? Ich verstehe nicht, wo mein Missionsziel hin zeigt. Unbekannt, bereit zum Installieren. Ach, hat er jetzt das Update doch runtergeladen? Ach, soll ich jetzt die Kamera pingen? Wirklich? Lade den Ping-Demon in die Kamera hoch. Ja, okay, gut. Mach ich mal. Aha. Und dann sehe ich für kurze Zeit, wer alles im Netzwerk steckt. Und wer eventuell von so Gruppenangriffen betroffen ist. Eins C und 55. Wie kriege ich denn das hin? Ah, hier. Okay. Das war's jetzt quasi. Aber ich verstehe, da kann ich quasi auch so, ne, Geräte, die mit anderen verbunden sind, so Steuerungen übernehmen und ähnliche Sachen machen. Ja, ist cool. Ist cool.